den Boss besiegt, ne? Den müssen wir jetzt nicht noch mal bekämpfen. Ich glaube, das haben wir abgehandelt. Das haben wir auf jeden Fall abgehandelt. Ach so, Fahrrad geht nicht. Nein, geht hier auch nicht. Warum? So viel Schnee liegt ja doch echt nicht, also. War es hier drin? Genau, das war der richtige Weg. Der war voll versteckt irgendwie. Den haben wir letztes Mal gar nicht gefunden. Ne, vorletztes Mal haben wir den nicht gefunden und da mussten wir da ganz mühevoll hoch. Und dann, wir waren nämlich öfters mal an diesem Weg, aber dann auf einmal, ne, ging es doch nicht mehr. Schutz wirkt nicht mehr, aber das ist, glaube ich, egal. Nee, oder auch nicht. Und Pipi wieder. Also hier werden wir auf jeden Fall trainieren können, keine Frage. Oh, nee. Ich werde Allotrix auswechseln, weil es nicht schnell genug ist und kann nicht, das kann nicht so gut fliehen, das ist das Problem. Im Falle eines Doppelkampfes kommt Iblali mit nach vorne. Und genau so soll es sein. Nee. Da muss Allotrix mit, weil Allotrix an zweiter Stelle sein muss. Es muss ja noch gelevelt werden. Und das ist genau das Ding. Level 45 ist noch nicht stark genug irgendwie. Damit haben wir voll verkackt letztes Mal. Genau. Hier war das. Da nach oben war das. Genau, wir mussten nämlich da hoch. Denn den anderen Gang haben wir schon getestet und da war nichts. Leider. Ja, wird schon irgendwie schneebedeckt sein oder sowas. Oha. Nö, ist gleich ein Rexblizzer. Voll geil eigentlich. Das werden wir jetzt aber nicht fangen gehen. Das lassen wir schön sein. So. Hier nach oben? Nee, das war falsch. Ich glaube nach unten und dann irgendwo dorthin. Nö, falsch. Ach Mann. Ich muss den Weg finden. Aber der war ganz eindeutig. Wir sind gleich, glaube ich, da. Bin ich der Meinung. Oh, das sind echt coole Pokémon eigentlich nachts hier. Noctu. Nicht übel. Kann ich nichts gegen sagen. Finde ich auch gut. So, wir haben natürlich jetzt auch Nacht. Also deswegen kommen da auch andere Pokémon. Ist klar. Und hier oben war das nämlich. Exakt. Jetzt lohnt sich kein Schutz mehr, weil wir eh gleich da sind. Und wenn wir dann... Oh, cool. Bronzong. Krass. Level 40 können wir sogar fangen eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist. Eigentlich ja schon, aber... nee. Wisst ihr was? Auf dem Rückweg vielleicht. Wenn wir von Dialga zurückkommen, wenn wir es fangen können, dann werde ich es vielleicht noch machen. Mir einen Bronzong holen. Boah, nachts kommen viel coolere Pokémon hier hin. Das ist ja voll geil. Weil wir haben letztes Mal weder ein Pipi, noch ein Bronzong, noch ein Noctu gesehen. Okay, Noctu ist klar irgendwie, dass es nachts kommt. Ist ja auch eine Nachteule. Aber Pipi zum Beispiel oder Bronzong, die könnten eigentlich auch tagsüber kommen, sind aber anscheinend nicht da. Guckt euch das an. Voll geil. Auf jeden Fall weiß ich, wo man einen Pokémon-Diamant am geilsten trainieren kann. Und zwar ist das in der Höhle der Umkehr. Das ist da, wo Giratina ist. Da in der Nähe waren wir auch schon und ich habe die Höhle nur nicht gefunden, weil die nicht da war, komischerweise. Die war gar nicht da. Die muss aber noch kommen. Ich glaube, die ist nämlich in Kürze jetzt auch da. Und in dieser Höhle gibt es halt Pokémon auf Level 60 oder noch höher. Ich glaube, bis Level 70 geht das da quasi. Nee, ein bisschen weniger. Level 66 habe ich da mein höchstes Pokémon gefangen. War auch ein Bronzong übrigens. Ach komm, bitte. Der Boss ist weg, ne? Ach, die sind noch da? Ja. Ja. Es geht. Es geht. Man kann Dialga nochmal fangen. Dann ist es ja gar nicht so schlimm gewesen hier. So, Safe State. Man, dann unser Rumgeheule hier wieder. Also mein Rumgeheule, das geht ja nicht. So, auf dieser Datei speichern. Da ist übrigens meine Dialga. Dialgat. Na gut, egal. Auf wieso speichern? Okay. Los geht's. Dialga, du wirst unser sein. Und zwar dieses Mal garantiert. Ja, vielleicht nicht beim ersten Try, aber vielleicht aber mehreren. Der Ape ist dabei. Letztes Mal haben wir es paralysiert mit Hilfe von Allotrix. Das werden wir dieses Mal wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird Nahkampf eingesetzt, weil das ziemlich viel abzieht. Das war über die Hälfte letztes Mal. Nee, die Hälfte war es, sagen wir.
Und das war schon eine echt starke Attacke. Boah, Alter, das ist ja fast ein One-Hit. Wucht. Eine Wucht und eine Kraft. Einfach Wahnsinn. Oh, kein Zeitenlärm dieses Mal. Also Dialga wird uns noch sehr behilflich sein beim Kampf gegen die ganzen Top 4 und sowas. Jo, ein KP. Egal, ich werde es nicht auffüllen, denn wir haben schon geschwächt, deswegen... Ach, weißt du was, in dem Pokéball? Erstmal die Pokébälle verbrauchen, weil die brauchen wir noch momentan eh nicht. Wenn es da irgendwo drin bleibt, wäre das so krass. Und ich habe auch in Pokémon Hard Gold habe ich Ho-Oh und Lugia mit dem Pokéball gefangen, weil ich einfach keine anderen Bälle dabei hatte. Das war schon krass. Ich mache mal einen Versuch, wir haben ja gespeichert. Wir können jederzeit den Save State wiederholen. Und ich gucke mal, ob dann Body Slam das Ding umbringt. Das wäre nämlich schon mal cool zu wissen. Das manchmal hat keine Wirkung. Komm schon, bring es einfach nicht um. Das überlebt Elotrix locker. Ist ja lächerlich sowas. Na komm. Bring es bitte nicht um, aber Schwäche ist so weit, dass es im roten Bereich ist. Hey, wir können es sogar nochmal machen. Na, wenn wir es schaffen anzugreifen, was ich jetzt nicht mehr wirklich glaube. Aber wir haben es im roten Bereich, das ist schon mal sehr gut. Aber ich würde es halt gerne noch paralysieren, dann wäre es noch besser. Nee, war klar, war nicht überlebt. Die fröhliche Musik wieder. Was kann man denn noch machen? Ich glaube, jetzt kommt noch ungespielt raus und der wird einfach nur standhalten müssen. Pokéball los. Ich mache wieder Pokéball. Ich habe einfach Bock, das im Pokéball zu fangen. Und letztes Mal ist es ja beinahe drin geblieben. Zweimal sogar. Wie viele Bälle haben wir eigentlich von jedem? Okay. Noch ein Pokéball. Da wurde es irgendwann halt schwach. Und das war schon sehr komisch. Es war nur im gelben Bereich, aber es war halt auch paralysiert. Aber dieses Mal scheint es wirklich sehr aggro zu sein und will nicht in den Ball. Aber es muss sich aufladen. Sehr gut. Ungespielt kann nichts machen. Angeberei wäre, glaube ich, ein bisschen doof. Man müsste es eigentlich jetzt mal einschläfern. Das wäre das Beste, aber es geht leider nicht. Ja. Guck mal, da wackelt es schon, also... Dialga scheint schon Probleme zu haben und die Attacke geht daneben, wie geil. Das muss ich aber, glaube ich, trotzdem aufladen, das ist immer so. Hey, und ich will, dass der Cursor hier automatisch drauf ist und nicht immer auf den anderen. Und nein, ich werde keinen Meisterball einsetzen, das ist voll dumm. Also Pokéball mag es aktuell wahrscheinlich nicht so gerne, merke ich. Oh, es musste sich nicht aufladen, schade. Oder ich habe es halt verpasst, das sehe ich an der Aufnahme am Ende. Ach komm schon. Also es scheint noch sich wirklich von seiner hartnäckigen, stählernen Seite zu zeigen, aber es wird bald aufgeben müssen, das muss es auch einsehen. Es ist schon so ein bisschen... unschlüssig. Also einerseits will es drin bleiben, andererseits aber auch nicht und dieses Mal springt es gar nicht mal so hart mit uns um, weil es keinen Zeitenlärm spammt und ja, es ist eigentlich total, naja, neutral mindestens. Ja doch, ist neutral, sagen wir neutral, weil es manchmal wackelt, manchmal nicht und dann passiert es auch mal, dass Dialga einfach drin bleibt im Pokéball nach dem 10. Versuch. Ja, dann haben wir Dialga jetzt wohl gefangen. Und siehst du, man kann es doch im Pokéball fangen. Ich hab es gesagt. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit. Da müssten wir ihn eigentlich auch so benennen, nicht wahr? Dialga. Wie soll unser Dialga heißen? Es wird ja im Team wirklich mitwirken. Ich bin aktuell wirklich nicht ganz sicher, wie wir es nennen wollen. Es muss sehr krass sein. Ich hab die perfekte Idee. Na gut, es passt zwar nicht dazu... Aber es muss ein Name sein, der ihm auch würdig ist, ja? Bitte schau, das muss reinpassen. Ihr wisst jetzt schon eh, was es ist. Es muss einfach sein, es muss einfach sein, so. So, es ist jetzt unser Lizardmann. Ihr wisst ja, Lizardmann steht für Qualität und das ist jetzt unser Lizardmann. Ja, haben wir gefangen, super. Was? Ey, wie hast du denn das gemacht? Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, aber so aufgeregt war ich noch nie. Seit dem letzten Mal hat der Professor viel geforscht. Er hat sich Sorgen um dich gemacht, Freedom, und kam extra deinetwegen an einen so gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Und was mit Eibe? Niemand hat das Recht, die Zukunft von jemand anderem oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen, sagt das mal der Schule.
So. Ich habe keinen Bock, nach unten zu gehen. Also wenn ich jetzt schön das Fluchtseil nehme, weil da bin ich echt faul. Wenn es um solche Dinge geht, bin ich echt sehr faul. Wo war das Fluchtseil nochmal? Fluchtseil. Weiter oben, ne? Da ist es auch schon. Wir haben 5 Stück irgendwie gefunden. Wir haben uns kein einziges gekauft. Doch, eins haben wir gekauft, glaube ich. Oder ich weiß es nicht mehr. Es war wohl eher ein Pokémon Smaragd. Und warum kommen wir eigentlich hier raus? Das ist sehr unnötig. Ach ja, es war der Ort, an dem wir als letztes draußen waren. Stimmt. Wir haben die Dialga gefangen. Wir sind so gut. Ach komm, weißt du was? Was soll denn der Geiz? Wir haben es geschafft mit wenigen. Wir haben nicht mal einen Hyperball gebraucht. Voll dumm. Als nächstes muss es auf jeden Fall nach Sunnewick gehen. Ich hoffe, wir können da jetzt auch mal hingehen. Ganz ehrlich. Ne, ich fliege mal nach Schleide, weil ich noch sehen will, ob vielleicht jetzt mal die Hülle der Umkehr auch schon da ist. Denn eigentlich ist die immer da bei Pokémon Diamant. Da habe ich auch irgendwann die Dialga gefangen. Was sage ich, der Giratina gefangen? Und mal sehen. Tja, aber es ist halt auch der Unterschied zwischen einem Level 47er Pokémon und einem Level 70er Pokémon. Denn die Giratina ist auf Level 70 und erheblich stärker. Um das zu fangen, müssen wir noch mehr können. Ach, wir haben es dabei. Und Concraft ist auch noch dabei. Lizardmann, du bist unser Team-Pokémon. Ach, wir haben ja... Ach, scheiße, ist ja voll dumm. Ist Rosé ja nicht unser... Also, Leafy, ist das nicht unser... Zerschneider? Ja, es ist unser Zerschneider. Wir können also... gerade aktuell nichts machen. Was kann denn unser Lizardmann? Es kann auf jeden Fall Drachenklaue, es kommt nach ganz vorne. Ja, das ist super. Es kann super attacken. Drachenklaue, Metallklaue, Antikraft und Zeitenlärm. Sehr schön. Das bleibt aber erstmal dort. Das brauchen wir noch nicht. Und außerdem ist sie sowieso noch overlevelt. Deswegen können wir erstmal die anderen Pokémon trainieren. Und Elotrix kann jetzt Matschbombe. Bam. So. Okay. Aber bei Elotrix waren noch so ein paar Sachen, die muss ich noch klären. Und zwar das hier. Matschbombe kann nämlich ruhig hier hin. Genau. Weil ich dachte mir, Schlammbombe muss erstmal bleiben. Und dann wollte ich ihm vielleicht halt noch Eisstrahl beibringen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Aber Schlammbombe brauchen wir noch wegen dem 8. Orden halt. Und deswegen lasse ich es da nochmal drin. Oh, der 8. Orden wird so lustig. Der wird richtig lustig. Und zwar... Die Gegner können ja mit Elektroattacken gar nichts gegen Elotrix ausrichten, also wirklich nichts. Die haben nämlich gar keine Wirkung und deswegen müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Ach du Scheiße, meine Stimme. Das gibt's doch nicht hier. Oh Mann, da war doch immer diese... Ja, war schon richtig irgendwie. Wo ist es nur hin? Oh Mann. Na egal. Wir müssen sowieso hier lang, weil wir ja... da unten hin wollen und gucken wir, ob wir nach Sunnewick können. Ich hoffe mal, weil wir haben jetzt halt Dialga gefangen. Es muss einfach sein. Oh, wir haben es sogar in einem einzigen Part gefangen. Super. Bitte lass uns durch, du dummer... Ja, wir können durch. Wir können durch. Aber Moment mal. Moment mal. Wir haben etwas ausgelassen. Oh Mann, das geht doch so nicht. Ich meine, Stimme ist voll im Arsch. Und zwar haben wir eben gerade diese Route gesehen bei Elysis. Und zwar westlich von Elysis haben wir diese eine Route. So. Denn dort waren wir noch gar nicht. Hier oben überall. Perfekt. Ich nehme mein Noctu überall hin mit. Noct, hast du nicht gewonnen. Wow. Krasser Witz auf jeden Fall. Sie wird nicht gewinnen auf jeden Fall. Mit dem Noctu schon gar nicht. Okay, Elotrix, zeig, was du drauf hast. Nur Level 31. Boah, wie schwach. Ist echt richtig schwach. Body Slam. Mach es platt.